Moin, moin, liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen bei Hurt World. Ja, in der letzten Folge bin ich ja verreckt, so ziemlich am Ende. Und deswegen bin ich hier zu Hause und meine zwei Kumpanen, der Nexus und der Wödan, Hallihallo. hallo, warten ja auch noch da hinten. Jetzt stelle ich mir gerade noch die Frage, wie aus der Tür geht, links oder rechts? Links, ne? Ja, direkt am besten schnellstens zu Wenn du der aus der Kuppel Tür hier. gehst, links rum ist auf jeden Fall kürzer, auf jeden Fall. Ja, Ja. gut. Weil die zwei sind noch an unserem ja, Außenposten. Außenposten, genau. Ja. Und wir sind immer noch dabei, Tritranium zu farmen. Wir hatten 57 Stück jetzt in unserem Schrank und ja. 23 noch hier bei unserem Außenposten. Ach so, da haben wir auch welches, okay. Ja, dann Ja, renne das ich ist ja jetzt mal schon mal zu den nicht schlecht. Dann haben wir Jungs. ja schon 80. Ja, Und wenn ihr 100. da. Wenn ich dann da bin, habt ihr die anderen 20. Ja. Er ist aber sehr optimistisch, der Faustus. Ich gehe extra langsam. Ach so. Ja, dann. Damit er nicht arbeiten muss, weißt du? Ja. Wie viele Pfeile habt ihr noch? 32. 50. Okay. Ja, das geht Warte, ja. warte, warte. Boah. Oh, der ist Der ist, verpackt. ja. Bring jetzt nochmal 116 Pfeile mit. Hey, Okay. Affe. Ja, jetzt kommt er Oh. wieder, weißt Wollte gerade einen geilen Screenshot machen. du? Geilen. Mach mal Ja. einen ungeilen. Ich habe ihn instant weggeklödert. Ja, wir sind ja hier noch mit den Eisenpfeilen genau unterwegs. Das war ja ziemlich geil das letzte Mal. Jo, dann walken wir mal hier durch die Nacht. I'm walking down the street. Ich habe zu Hause mir auch noch ungefähr, keine Ahnung, 10 bis 12 von diesen scheiß Früchten reingezogen. Wenn Nexus das Lied singt, dann weiß ich, darf keine Schleichwerbung machen, ne? Aber an was erinnert euch das? Aral. Ja, alles super. Ja. Ah, ja, genau, irgendwie sowas. Gab schon geile Werbungen. Ja. Damals, als ich klein war. Jetzt gibt es irgendwie nur noch Schrott. Hast du Ein mich gerade gehauen? schöner Tag. So, was ist das? Weil ich es mir wert bin. Geht die Nummer von Meckes damals. Als Kind, Am die fand ich so geil. geilsten ist, weil es die Regel da aufnimmt, wo sie passiert. Dann öffnet sie ihre Handfläche und schmeißt sich das OB da rein, Alter. Always Ultra? Nee, das war Oh, wieder nee. verdammt. Wo dann? Ich bin down. Nein. Ja, Mann. Ja, lauf einfach mir hinterher. ja. Na gut. Ich bin gerade gekommen, ey. Du kannst es in meiner Aufnahme sehen. Ich wollte dich retten. Ja, das sagen sie alle. Ja, stimmt. Eigentlich hatte ich keinen Bock auf dich. Siehst du? Achso, Pfeile hattest du jetzt schon mitgenommen, ne, Faustus? Ja, ist auch gar kein Holz mehr da, sonst hätte ich noch mehr Pfeile gemacht. Ja, das Holz, was ich aufgesammelt habe, liegt jetzt natürlich bei Wödern. Hoffentlich nimmt er das mit oder hebt er das auf? Ja, ich hatte Ja, auch ich. Titranium schon drinne. Wenn er Ja, es nicht so. mitgenommen hat, dann gib ihm sofort eine Ohrlasche. Okay, mache ich. Ja. Das sieht ja jetzt aus, als wäre das eine Folge voller Sterben und Laufen. Frustration. Hey, ich bin aber erst Ja. wenigstens nach der fünften Folge gestorben. Na? Oh, ich habe gerade Leck gehabt. Ich auch. Bin gerade so Alter, einen was Meter geht hier ab, zurückgesteppt. ey? Wenn man alleine hier ist, die Spuckaffen und Schweine, Alter. Manometer. Also ich will noch mal kurz die Information geben. Wir hatten gerade eben, bevor wir angefangen haben, ziemliche Lecks im Teamspeak. Ich habe das Gefühl, dass diese noch nicht vorbei sind. Weil der Game-Server hat mich auch gerade eben noch mal geleckt. Ah, ich weiß nicht, ob das hier nicht gleich zu einer Leckparty wird. Oh, Alter, da freut sich aber jemand. Ja, der guckt mich irgendwie komisch an, Eine Leckparty, Alter. ne? Da wird nur noch geleckt. Echt, da war ich auch noch nicht. Ganz ehrlich, jetzt bin ich ein bisschen neidisch, dass du sowas kennst und ich nicht. So ein komisches Schwein. Das backt hier, glaube ich, auch ein bisschen rum.
Oh, alter Junge. So. Ja, Bin auf jeden Fall am Außenposten. langsam müsst ihr wiederkommen. Ich bin am Außenposten. So gut. Ich sammle gerade noch ein bisschen auf dem Weg hier noch ein bisschen Metall ein für Ah, unseren Außenposten. ey, wir haben doch alles an Tritra, nee, 23 sind hier. Hier sind doch noch 39 Pfeile in der Kiste drin, ne? Das waren, glaube ich, deine, die ich gerettet hatte. Ach so. Wo du gestorben bist. Ja, dann tue ich nochmal 50 da rein und ja, dann sind da ein paar für dich gleich, wenn ihr antanzt. Jo. Oh, nicht doch. Was? Schwein? Ey, es ist so heftig hier. Also, es dauert bestimmt nicht mehr lange, bis ich kaputt bin, ey. Ja, wo bist du denn jetzt? Gleich wieder an der Straße. Gefahr gerade gebannt. Ah, da war irgendwas gerade. Ah, ich sehe dich. So, ich bin auch jetzt einmal rum mit Titranium. Und ich habe 19. Ja, einer 19 fehlt. Stück. Ein einziges, ey. Sammel den ja Meins gleich hast du mal ja ein. aufgesammelt, ne? Da ist doch nur eins. Du bist doch an eins vorbeigelaufen. Ja, es ist gerade instant gespawnt, Junge. Oder so, ja. So, haben wir ja alle. Ja, 22 habe ich jetzt. So, Cool. Ja. 22. Wenn wir Ja, das jetzt müsste alles passen, ne? geschmolzen haben, dann haben wir auf jeden Fall genug für die Wrench. Genau, Das dann können wir heißt. endlich die Autos schrauben gehen. Voll Ich bin mal geil. gespannt, was es dafür gibt dann. Für Oder wisst was? ihr das schon? Ja, was man an den Autos dann schrauben kann. Kann man dann einfach nur die Motoren und so weiter rausnehmen, oder? Ja, vermute ich mal. Aber Okay. wir wissen es ja auch nicht. Hätte ja Sollen sein wir denn können. erst, sollen wir denn erstmal jetzt nach Hause? Der Nexus ist gleich schon hier, Ey. kann er sich wieder umdrehen. Ja, komm, dann bleib ich Ja. direkt hier in einem Containerdorf jetzt hier und durchsuch mal hier ein bisschen. Ja, genau. Wir Dann brauchen ja noch könnt ihr ja Autoreifen, zurückkommen. ne? Ja, Nippelwheelrad. Eins hatten wir ja, ne? Ja, eins hatten wir schon im. Faustus, kannst du auch noch ein paar Sachen mitnehmen hier? Ja, klar. Soll ich hier mitnehmen? Das kostbare Zeug. Alles? Ah, komm, wir nehmen mal alles mit. Nimm ruhig mit alles. So, haben wir. Soll ich. So, Komm, ich hab warte noch ein mal. paar. Warte, Ja? da ist noch Fett. Kannst du das Fett noch mitnehmen? Ja, alles rausgenommen. Ja, ich habe da wieder was reingepackt. Warte mal, ich pflanze noch die paar Samen, die ich noch habe. Damit wir das nächste Mal, wenn wir hier sind, was zu futtern haben. Das ist immer gut. Jo, dann gehen wir mal zurück, wa? Ah, ich habe eine Kiste. Was haben wir denn hier? Pistolenkugeln wieder mal. 7 Stück. Ja, bis wir mal eine Schusswaffe haben, ich weiß ja nicht, wie lange das dauern soll. Ja, das können wir vielleicht als nächstes in Angriff nehmen. Vor allem die neue Spitzhacke, die nächstgrößere Spitzhacke. Das wird jetzt eine Titanium-Spitzhacke, ne? Genau, da brauchen wir wieder Titranium. Also müssen wir schon wieder hier hin. Aber das machen wir erst, wenn wir das Auto haben. Fahren wir mit dem Auto hin. Ich habe da keinen Bock mehr hinzulaufen. Aber dafür brauchen wir erstmal die Reifen. Ganz Ja, ehrlich, bis wir das Nexus. Auto haben, dauert das auch Ja, ewig, ey. jetzt hängt's Ja. wieder an mir. Ja, natürlich dauert das, klar, aber was soll man machen? Wir müssen die ganzen Containerdörfer, die zwei, immer und immer wieder absuchen. Also es sind ja eigentlich eh nur die Reifen, die wir finden müssen. Die Autoteile finden wir schon so. Aus Ja, diesen das Autofracks, ne? wollte ich gerade sagen. Das sollte nicht das Problem sein. Die kannst du ja dann rausschrauben. Na eben. Ja, na gut, aber zeitintensiv wird das auf jeden Fall. Ja, aber die Autoreifen, das wird das größere Problem. Die zünden. Weil jetzt sind wir auch drei. Und im Endeffekt wollen wir ja vielleicht auch drei Fahrzeuge haben. Auch ich Wobei kann auch Beifahrer zwei. spielen, mich juckt das nicht. Gut, zwei. So, ich habe aber noch nichts gesehen hier. Ja. Ich meine, wenn wir erstmal ein Fahrzeug haben, dann kacheln wir damit erstmal durch die Gegend. Ja, das muss dann aber Logisch. auch ein Dreisitzer sein, ne? Ja, natürlich. So, ich meine, auch die Sitze musst du ja auch haben. Ja, so ein Buggy, da kannst du ja nicht gleich mit drei Leuten drauf.
Du Ja, bist ja aber hier so ja. eine Kiste. Kannst ja bestimmt auch Ach, das ist ja gar keine Kiste. die Sitze vielleicht Er muss es rausschrauben. wieder. Ja, ich denke, das denke ich auf jeden Fall auch, dass du die Sitze rausholen kannst. Genauso wie die anderen Teile. Weil hier ist jetzt Backpanel und Frontpanel. Ja gut, aber das ist ja auch kein Buggy. Aber wir müssen auf jeden Fall den Buggy da machen. Den haben wir hier. Aber in dem fehlt alles. Oh, ich Da habe eine ist Kiste gar nichts wieder. drin. Was haben wir hier? Automatische Gewehrkugel. Ah, die automatische Gewehrkugel, die ist bestimmt automatisch. Vollautomatisch, so würde ich glatt behaupten. Aber sowas von. Ne? Würde ich mich mal glatt für aus dem Fenster lehnen. Aber sehr sogar. Na, hier ist leider nichts auf meiner Seite. Ja, hier gibt es ja nur eine Seite, ne? Auf meiner Straßenseite, meine ich. Wie rum lauft ihr denn jetzt? Rettet. Lauft ihr jetzt zu dem Großen hin, oder? In Richtung nach Hause. Also Ja, gibt zwei ich Seiten, ne? zumindest. Ja, wo bist Ja, du denn lang? den kurzen Weg. Aus der Tür links oder rechts? Wo bist du lang gegangen? Ich bin einen Nächstes. kurzen Weg gelaufen. Also links. Ja, ich bin jetzt im kleinen Containerdorf hier. Ach so, wir sind in dem, wo es auf beiden Seiten ist. Ach, ich habe gedacht, wir wären in dem, wo der nur auf einer Seite ist. Ja, gut. Kein Bauen. Plus Bauen, Minus Bauen. Was für eine Meldung immer. Gut, aber da drüben ist auf jeden Fall nichts. Also ich habe jetzt hier das ganze Containerdorf durchgesucht, ist Oh geil, auch hier ist ein nichts mehr. Getriebe. Ne, ich habe hier auch nichts. Ja, würde ich sagen, gehen wir nach Hause und machen Ach, die guck mal, da Tragenden sehe ich fertig. euch beide doch. Nehme nur Ja. ein. Ich weiß nicht, wer das ist. Ja, ich renne Richtung nach Hause jetzt. Ja, Ja, ich ich sehe euch auch. beide. I need to eat. Ich bin hinter euch. Ui. Nicht. Bevor ihr draufspucken. Ja, klar. Ey, wir werden. Guck mal, wir sind zu fünft. Ja. Wir haben noch Haustiere. Wir müssen das Zeug ja jetzt nur noch einschmelzen. Ja. Braucht mal Biosprit, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel wir da noch haben. Bio wollen wir nicht. Brauchen hochprozentigen Sprit. Ach so, ja, okay. Also Sprit haben wir aber auf jeden Fall noch ein bisschen. Wie viel weiß ich jetzt auch nicht, aber das müsste eigentlich reichen. Und wir haben bestimmt auch noch ein paar vergammelte Aufrufs da, dann können wir auch neues Benzin machen. Ja, die haben wir auf jeden Fall, das weiß ich. Aber ihr baut hier nichts ab, ne? Von dem ganzen Erzen. Was? Ich habe schon 18 Metall noch, weil ich vorhin eben auf dem Hinweg schon gesammelt habe. Und eben Hallo? 58 Holz. Ich transportiere die kostbare Fracht zum Bestimmungsort. Oh ja, UPS, Mann. Da fehlt dir aber noch so LKW. eine Cappy. LKW-Fahrer. Habe keine Zeit, überall anzuhalten und Pommes zu essen. Nee, Burger aber, wa? Ja, Burger geht immer. Da muss man auch klar differenzieren. Der Burgerman. Gibt's ja McDrive, Ja, mit 40 Tonner durch McDrive. Ja, warte, warte. Was habe ich letztens geguckt? War das Fuck You Goethe? Ja, Fuck You Goethe, der zweite Teil habe ich letztens gesehen. Und die sind da ja in Thailand. Und die haben da ein Mac Drive auf dem Wasser. Also die fahren mit dem Jetski, fahren die da an so einem Bootsteg und dann hast du da so ein Mac Drive. Okay. Ob das, ob das, ob, ob es sowas wirklich gibt, das wäre mal geil zu wissen. 100 Pro. Ja, also würde ich doch sagen, fliegen wir mal nach Thailand und gucken. Ja. Ja, genau. Also da, wo auch der Tsunami damals war, da irgendwo müssen wir dann hin. Ja, da sind die ganzen Paddys Aber trotzdem, ich fand das cool, als ich das so gesehen habe. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch nach Thailand soll, muss ich die Gamescom definitiv absagen. Ja, das stimmt. Also scheiß mal auf Thailand. Ja, denke ich Kannst ja auch. Google Earth anschmeißen. Findest du da was? Meinst du, da ist von oben, kannst du das so gut sehen?
Ach so, McDonald's-Häuschen, die sehen ja weltweit einmal gleich aus, oder? Ja, so Eigentlich. Restaurant zur Goldenen Möwe halt, ne? Sollte eigentlich erkennbar sein. So, was sind wir endlich mal zu Hause? Ich sehe schon den Donut. Gut. Der Wödern ist ja schon da, haben wir schon Sprit. Da haben wir noch Sprit, meine ich. Was passiert hier gerade? So. Weiß nicht. Ja, ein Sprit ist da noch drin gerade. Oh, reicht das? Also im Ofen meine ich, und in der Kiste ist noch 75 Sprit. Ach so, Wow. ja, gut. Reicht ganz knapp. Also ganz knapp, ganz, ganz Aber knapp wirklich ganz knapp. sollte das gerade noch hinhauen. Wir haben jetzt ziemlich viele Bernsteine verbraten, aber davon habe ich auch gut wieder welche mitgebracht. Ich habe auch noch Alles. drei Stück. Mal Eisen weggeknallt hier. So, 45 im Schrank waren. Wie viel waren im Schrank? Ja, passt. Haben wir die 100 voll. Gut. Mache ich noch die Tür zu. Und da wir jetzt zu Hause angekommen sind, würde ich einfach mal sagen, machen wir mit der Folge Schluss. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder, wenn es heißt, Autoteile zusammensuchen und Autos auseinanderschrauben. Mit unseren zwei Jungs, mit dem Wödern und mit dem Nexus, den ihr dann natürlich unten in der Videobeschreibung wiederfinden könnt. In diesem Sinne, haut da rein. Tschüss. Tschüss.